einflussreichen Kaufleuten betrieben wurde und eine erstaunliche Mobilität verlangte. Zum anderen kam aber auch dem regionalen Markt noch eine wesentlich größere Bedeutung zu. Hier versorgt die Ortsansässigen die örtliche Bevölkerung mit Dienstleistungen, wie etwa dieser Stand mit ähnlichen Arbeiten, und boten dringend benötigte Waren an. Diese Waren produzierten sie entweder selbst oder mussten sie von überregionalen Großhändlern kaufen. Als Rüstung bezeichnet man eine Schutzkleidung, die ihren Träger in erster Linie vor Waffeneinwirkung und gegen Verwundung schützen soll. Rüstungen sind bereits seit Jahrtausenden gebräuchlich und wurden aus den unterschiedlichsten Materialien und nach verschiedensten Methoden hergestellt. Wie man bei den einzelnen Lagern immer wieder sehen kann, sind für deren Ritter alle Dinge da, die gebraucht werden. Es ist auch hier bewundernswert, wie genau darauf geachtet wurde, dass alles zeitlich passte. Kennst du die? Das sind die doch von Bergner. Pferde, ne? Hier gibt es keine Pferde. Nein, hier gibt es keine Pferde. Das fehlte auch noch länger mit Pferdefahren und sonst was, ja. Nicht? Wenn man die Ritter sieht, die mit Pferd sind, die haben dann Sattelzug, nicht? Vorne so ein Stückchen Wohnwagen und dahinter zwei, drei oder vier Pferde drauf, ja. Das ist... Zu dieser Zeit gehörten Ritterzelte zu den malerischen Kulissen eines jeden Ritterturnieres. Auch bei den zahlreichen Eroberungskriegen und Schlachten waren in den königlichen Farben gehaltene Zelte immer als transportable Unterkünfte dabei. Aber auch farblose, einfache Zelte wurden genutzt, wenn auch nur von den Bediensteten. Die Vielfalt der in Europa verbreiteten Zelte ließ im Mittelalter auch die Geldbörse des Eigentümers erahnen. Manch ein verarmter fahrender Ritter konnte sich ein Zelt kaum leisten. Die Zelte mit den quadratischen und mehreckigen Grundrissen eignen sich hervorragend als mobile Unterkünfte, was man auch sehen kann. Die gestreckten Eckzelte bieten großzügige Räume für Anlässe, Ereignisse, Erlebnisse und gesellschaftliche Anlässe sowie für Vorstellungen aller Art. Es gab im Mittelalter in Deutschland unzählige Berufe. Die meisten davon waren handwerkliche Berufe. Eigentlich alles, was hergestellt werden konnte, hatte eine eigene Berufsbezeichnung. Außerdem wurden genauso alle möglichen Dienstleistungen als Berufe ausgeführt.
Schaut man sich auf dem Markt um, so findet man auch hier einige Berufe, die heutzutage gar nicht mehr oder eher selten zu finden sind. Dazu zählt auch dieser Herr, der das Glücksspiel des Mäuseroulettes feilbietet. Eine Maus sei dreckig und stinkt, und muss er sich waschen. Und ihr wisst ja, das Seelenfang meiner selbst kostet gar 25 der Taler. Oder ihr berappet euch auch eines Talers und setzt ihn auf eines dieser Häuschen hier. Ist das der Häuschen? Wisst ihr, ne? Naja. Das haben sie jetzt erstmal richtig festzustellen, was da überhaupt ablaufen muss. Ja, dann geht es wieder darum, wer will es bezahlen. Ne? Ja, freue ich mich. Nee, ist auf jeden Fall. Letztes Jahr war es halt, da sind wir sonntags und was ins Wort zu Bad gegangen, also Weiselage abgesoffen. Hab ich schon gehört. Aber hoffen wir einfach mal, dass es dieses Jahr besser wird. So wie jetzt. Wir werden es auch hier die Herrschaften haben einen Gewandungswettbewerb gestartet, wo Kinder besonders ihren Spaß haben. Dann haben wir hier noch eine kleine Gruppe wohlgekleideter Damen und Herren mit gar sonderlich fantastischen Outfits. Ich sehe schon, vielleicht dreht ihr euch einmal, damit wir euch in eurer ganzen Herrlichkeit einmal betrachten können. Eure Applaus. Es war besonders schön zu erleben, wie alle Marktbeteiligten ihre dargestellten Personen so genau wie möglich darstellten. Die Kleidung verriet zwar einige verschiedene Mittelalterepochen sowie verschiedene Volksgruppen, die sich wohl so nie begegnet wären, und doch wussten die Akteure zu überzeugen. Ein kleiner Junge, der unmittelbar in meiner Nähe stand, konnte einfach nicht verstehen, dass diese Ritter keine Uhren hatten. Er fragte seinen Vater total ernst: Wie wissen Sie denn dann, wann Sie zu Hause sein müssen? Für das leibliche Wohl sorgen Tavernen, Wein- und Methändler sowie viele Anbieter anderer leckerer Köstlichkeiten. Neben dem eigentlichen Markttreiben fühlt man sich richtig in der Zeit zurückversetzt, was auch durch die geschickte Mittelaltersprache zur Geltung kommt. Es macht immer besonders Spaß, mit den einzelnen Leuten ins Gespräch zu kommen. Oft wird dabei die heutige Zeit mit der damaligen Zeit verglichen. Da wird der Bus in der Vorstellung mal eben zur Großraumkutsche und das Auto zum Luxuspferd. Da gerade die Kinder sich viele Sachen nicht mehr vorstellen können, wird auf diese Art und Weise versucht, einige Vergleiche zu ziehen. Der hat Geschmack, der kann zugreifen. Bitte, ja. Unser König ist wieder westenorientiert. Ja, mein Scherger mit dem iPhone, also tut sein Bestes. Und darauf zieht Marco. Ja. Bevor ich zum Schluss dieses Films komme, sehen Sie noch einen Besteckkünstler, der Schmuck aus Silberbesteck herstellt. Solche Handwerksmeister mit dem Talent zur Improvisation waren auch im Mittelalter sehr gefragte Leute. Mit der Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität konnte sich ein wachsender Teil der Bevölkerung an andere Tätigkeiten als der Nahrungsproduktion widmen. Dies führte zur Arbeitsteilung und Spezialisierung, die Handwerk und Handel entstehen ließ.
Der Markt als Ort des Warenaustausches und der Geldwirtschaft entfaltete sich als notwendige Konsequenz. Die Zentren entwickelten sich zu Städten. In ihnen spielten Handwerker und Kaufleute eine entscheidende Rolle, so wie hier in Wülfrath, wo ein wenig an der Zeit gedreht wurde vom Wülfrather Pro e.V. Die Stadt Wülfrath ist immer einen Besuch wert, auch wenn kein Mittelaltermarkt stattfindet. Wülfrath besitzt einen sehr sehenswerten historischen Kirchplatz und eine ebenso schöne Altstadt mit Fußgängerzone. Das Wohngebiet Düsseler Tor mit Kindergarten in der Formensprache Friedensreich Hunderswassers sollte genauso auf einer Besichtigungstour stehen wie das Naturerlebnis Steinbruch Schlusskoten. Mit Lehr- und Erlebnisfahrt und Radwander- und Kunstweg. Außerhalb der Stadt befindet sich das Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Und wer nicht mit eigener Kutsche oder Pferd, mit dem eigenen Auto kommt, hat sehr komfortable Möglichkeiten, mit Bus und Bahn anzureisen. Ihr Kameramann und Sprecher Uwe Jenigen.